Nochmal. Ja. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Schlimm? Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. Der Millimeter. So, was haben wir hier? Gebetsmühlen. Was soll das hier sein, Ingo? Keine Ahnung. Das lag immer in Ralphs Blickrichtung. Steintor. Da kommt man zum Gipfel rauf, ja? Ralph weiß wie. Kann man das irgendwie versuchen? Halte durch! Ja. Ich muss nur noch... Wir wissen ja, wo ist das hier unten beim Surer, der gute alte Ralph. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki. Ich mag die Steine. Die sind cool. Ja. Da ist hier unten der Ralph. Aber wie kriegen wir den ran? Wir müssen erstmal den Suro loswerden. Irgendwie. Ja, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Stirb, du Mistviech. Hä? Was? Komm, Spotty. Da drüben soll ich sehen, Ralf. Ich sehen, Ralf. Da drüben liegt er. Vielleicht können wir da mit dem Spot, können wir den vielleicht holen. Wollen wir mal ausprobieren. Das ist er, der Ralf, sag ich doch. Ralf. Woher? Du bist abgestürzt, stimmt's? Das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben, für immer und ewig? Yep. Ralf. Wie geht's dir, Ralfi? Alles im grauen Bereich. Halte durch. Kann ich ihn vielleicht mit dem Spot holen, wenn ich ihn platt mache und ich lege ihn hier drüber, wie wir es unten gemacht haben? Und wir legen ihn drüber, wie wir es unten gemacht haben. Ruh mich nicht an! Wir gehen doch mal rauf und drehen nochmal mit Ingo. Vielleicht weiß er mehr jetzt. Müssen wir mit ihm mal reden. Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich meinen allerliebsten Freund dabei. Darf ich vorstellen? Spot! Hoffentlich kein Steinpinkler. Nein, aber ein Steinkacker. So. Und? Hast du Ralph gefunden? Ja, und er lässt dich ganz lieb grüßen. Ganz lieb? Wirklich? Bist du sicher, dass das Ralph ist, den du gefunden hast? Oder ist ihm vielleicht etwas auf den Kopf gefallen? Ja und ja. Wir reden nochmal mit Ingo. Und? Hast du Ralph gefunden? Ja, und er lässt dich ganz lieb grüßen. Ganz lieb? Wirklich? Bist du sicher, dass das Ralph ist, den du gefunden hast? Oder ist ihm vielleicht etwas auf den Kopf gefallen? Ja und ja. Das hilft uns also auch nicht weiter. Können wir vielleicht hier rüber mit dem Spotty Spot? Oh, du bist so cool, Spotty. Ah. Gut, wir können die Gebets... Kann ich sowieso nicht lesen. Du sollst nicht lesen, du sollst sie nehmen. Kann ich sowieso nicht lesen. Okay. Hi, Spotty. Geh nochmal runter. Müssen wir ihn jetzt holen, den Ralf, oder nicht? Aber es wäre doch schön, wenn wir die zwei wieder zusammenführen könnten. Das wäre doch mehr als schön. Das würde mich schon etwas sehr, sehr freuen. Fände ich toll. Richtig toll. Toller, toll. Toller als toll. Ralf bleibt hart. Noah tut auch immer so, als bräuchte er keine Hilfe. So sind große Brüder eben.
Meinst du denn, das hältst du aus? Aha. Jetzt klappt's. Hä? Naja, okay. Und? Hüpf. Hallo, da bin ich. Na und? Ich nehm dich jetzt mit. Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal, tragen lass ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Na dann rollen wir mal in allen Ralf. Oh, almost good. Ach, Mann, komm. Hey, Ralf, so hab ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Bedanke dich für Ingo für das Angebot. Das ist ja wohl das Mindeste. Nein, wir bedanken uns. Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht. Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss. Und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Okay. Schauen wir mal. Dann nehmen wir mal unseren Spotty-Spot. Das haben wir schon rausgefunden. Und machen ihn hier rüber. Oh, du bist so cool, Spotty. So. Müssen wir... Nein. Okay. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Was? Mit ohne Hilfe? Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Mit ohne Hilfe. Mit ohne Hilfe kriege ich das hier nicht weg. Mit ohne Hilfe. Komm mal her, Spotty. Müssen wir irgendwie rüber. Können wir uns Spot mit dem Dornbusch benutzen? Ach, Weichei. Gehen wir erstmal hierher. Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Die der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Kannst du da vielleicht was machen, Spotty Spot? Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Ja, das hat man ja schon. Doch. Kommt auf die Spucke an. Quarzblumen mag ich. Die tun keinem was. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Kannst du den vielleicht aufessen? Ja, der stört mich auch. Die dort kriegen wir nicht weg. Hier interagiert somit nichts und hier ist der Busch im Wege. Mal mit denen reden. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Sprich. Wow, und was für eins? Ja, Ralf, was meinst du? Das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist.
Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Dann mach... Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment. So. Oh, du bist so cool, Spotty. Hallo, es singt. Die singen ja gar nicht. Hä? Ah. 1, 3, 7. Mi. Do, re, mi, fa, so. Steine. Steine, Steine. Sind für Höheres geboren. Bohren. Haben sie am Boden liegen. Liegen. Haben sie die Macht zu fliegen. Fliegen. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Verdammt. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Kommt nochmal. Aber wie kommen wir in den Dornbusch vorbei? Leg los. Steine. Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Du's? Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Dann... Leg los! Steine! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Wie? Spotty, komm her. Leck mal bitte hier ran. Vielleicht können wir das zusammenkleben. Irgendwas mit Spucke hat sie doch gesagt. Vielleicht mit Quarz. Schau mal, Spotty, was das für komische Blumen sind. Nennt man Quarz. Verwandtschaft um Dreiecken. Ja, hatten wir schon. Vielleicht können wir den Spot hier drüber legen. Oh, Lauber hingst du hoch. Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Ja, ess den auf. Leg los. Steine. Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Ich war gleich wahnsinnig. Wie kriegen wir den Dornbusch weg? Und wie reparieren wir den Stein? Gute Frage, nächste Frage. Wir schauen mal hier unten. Und? Vielleicht mit der Lava. Können wir es dort vielleicht irgendwas mit der Lava machen lassen? Damit er sich in ein Lava-Wesen verwandelt? Nein, Spotty, das ist heiß! Wow, du bist Drachenspot! Cool! Komm mal mit! Vielleicht können wir da jetzt was machen. Vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ach Mann. So, wenn wir jetzt hier und... Vielleicht können wir ja hier den Dornbusch wegbrennen. Feuerdrachenspot! Vielleicht geht ja das.
Ja, sehr schön. Und dann probieren wir es. Ach nein, halt. Nur mit den Steinen hier hinten. Da kommen wir jetzt erstmal an den ran und bei denen probieren wir es halt auch nochmal mit Feuer. Vielleicht klappt das hier. Vielleicht. So, Jungs, legt los. Ihr könnt lossingen. Steine! 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 Machen keine Beine! 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 Denn einmal im Leben! Sie auch schweben. Schon vorbei. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Wir probieren das jetzt nochmal mit der Lava bei dem kaputten Stein. Vielleicht geht das ja. Probieren geht über Studieren, was anderes fällt mir nämlich jetzt auch nicht ein. So, Spotty Spot. Hau noch mal was rein davon. Kann man eigentlich auch hier draus trinken? Können wir noch hier draus trinken lassen? Dann wird er zum Pupsi. Ne, ja. Pupsi-Wupsi.